Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Kanal Bens Gaming TV. Ja, nach wirklich einer langen Pause melde ich mich mal wieder zurück hier auf dem Kanal. Das Ganze hat einfach mit dem Beruflichen bei mir aktuell zu tun und so weiter. Ich hatte in letzter Zeit einfach nicht so die Zeit. Jetzt habe ich sie aber wieder ein wenig mehr, vor allem weil ich aktuell jetzt im Urlaub bin, beziehungsweise Urlaub habe, und danach sollte ich auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Und darum ist mein Plan, jetzt wieder häufiger Videos für euch zu veröffentlichen. Unter anderem Spiele wie OMSI 2, Train Simulator, aber auch FC 24. Und dazu darf er jetzt wieder in die heiße Silvester-Vorfreude, beziehungsweise in die heiße Silvester-Phase geht, lade ich jetzt auch wieder regelmäßig Silvester-Vorfreude-Videos hoch. Sei es mit selber zünden, irgendwelche Reactions, so wie jetzt zum Beispiel, denn wir schauen uns heute die Vego-Feuerwerksneuheiten für das Jahr 2024 an. Und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt und bin gespannt, wo das Zeug am Ende so landen wird, ob es beim Lidl, Aldi und so weiter landen wird. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich bin auch allgemein sehr gespannt, was uns Vego hier dieses Jahr so Neues rausbringen wird. Und wie gesagt auch schon, wo es am Ende landet. Also, ja. Ich bin genauso da fragend offen wie ihr wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt alle Neuheiten für das Jahr 2024 von Vego an. Und ich will gar nicht so viel quatschen, wir fangen jetzt direkt an. Ja, ansonsten noch, da ich jetzt wieder alles hier neu quasi anfange mit Videos und so weiter, sind die ganzen Einstellungen auch alle schon zurückgesetzt worden und so weiter. Darum kann es auch sein, dass meine Qualität oder meine Mikrofonqualität wie auch immer noch nicht so gut ist. Ihr merkt ja auch, Webcam ist noch ausgeschaltet. Die wird bald aber wahrscheinlich auch wieder ein sein. Ja, das braucht alles jetzt wieder ein bisschen Zeit. Ich muss mich da wieder ein bisschen reinfuchsen. Aber gerne Verbesserungswünsche, Vorschläge in die Kommentare. Und gerne mal Feuer in die Kommentare, wenn ihr gehypt auf Silvester seid. So, schauen wir uns mal hier die Titelseite direkt an. Da sehen wir schon mal ein bisschen was. Also ich kann hier schon mal erkennen, es scheint wohl eine neue Variante von den Flitze-Feuerstein zu geben. Dann aber auch Bengalos, ein bisschen F1, aber auch natürlich Batterien, Verbünde, sei es kleine Batterien, große Batterien. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an hier bei den Batterien, würde ich sagen. Und da kommen wir mal hier zu der ersten, die hier abgebildet ist. Und das ist die Tourmaline. Das ist eine 16-Schuss-Multicolor-Blinker-Batterie. Also nicht besonders viel Schuss, Brenndauer 20 Sekunden, also ein bisschen mehr als eine Sekunde pro Schuss. Aber ein Kaliber von 25 mm und darum bin ich da auch echt gespannt. Effekthöhe soll bei 40 Meter liegen. Da schauen wir uns doch direkt mal das passende Video dazu an. Ja Leute, kurze, aber finde ich geile Batterie, hat nicht die ganze Zeit den gleichen Effekt, sondern ist auch abwechslungsreich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt mal gern eure Meinung zu jeder Batterie in die Kommentare. Aber je nach Preis würde die auf jeden Fall bei mir im Einkaufswagen landen. Und ich tippe mal, dass es sich am Ende beim Preis um 9,99 Euro bis vielleicht 13,99 Euro in der Spanne so liegen wird, und den Preis würde ich aber auch für diese Batterie bezahlen, denn ich finde, das ist eine echt schöne Batterie, die man sich auf jeden Fall mitnehmen kann. Kommen wir zur nächsten Batterie, diesmal mit 20 mm, also ein bisschen kleineres Kaliber als die gerade, aber auch ebenfalls 16 Schuss und ebenfalls 20 Sekunden Brenndauer. Ich schätze mal, dass die dann auch ein bisschen schwächer vielleicht als die vorherige, aber billiger sein wird. Ich schätze mal, das wird hier so eine klassische Billigbatterie. Und da schauen wir uns natürlich auch das Effektvideo zu an.
Ja, Leute, ich finde ein bisschen identisch zur vorherigen, nur dass die Ausbreitung deutlich kleiner ist und die Zerleger nicht besonders gut sind. Also ich schätze mal, das soll eine schwächere Variante von der Turmalin hier sein. Ja, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Da gibt es bessere Batterien, vor allem im billigen Bereich. Also mehr als 5 Euro würde ich für die auf jeden Fall nicht ausgeben. Aber ich schätze auch mal, dass es am Ende bei exakt 4,99 € landen wird. Aber mehr. Nee, würde ich auf gar keinen Fall für ausgeben. Auch gerne da wieder eure Meinung in die Kommentare. So, eine weitere Batterie mit 20 mm, diesmal aber 30 Sekunden Brenndauer und 24 Schuss. Also ein etwas größeres Teil. Vom Kaliber nicht, aber von der Schussanzahl und von der Brenndauer. Und zwar die Samurai. Das soll eine elegante Brokatkronen mit brillant weißen und goldenen Blinkersternbatterie sein. Und zum Finale eine Salve aus goldenen Brokatpockets mit Blinkgold. Hört sich spannend an. Scheint ja ein bisschen auf Gold und ein bisschen auch so auf Brillant das Darstellen gerichtet sein. Und ich bin auf jeden Fall gespannt und wir schauen uns das Video natürlich wieder einmal an. Ja, also da habe ich auch schon deutlich Besseres gesehen. Sehr eintönig, wie ich finde. Vom Effekt her nicht schlecht, aber ich finde, der Zerleger und die Ausbreitung ist sehr, sehr komisch und echt nicht gut. Sehr unkontrolliert, würde ich das mal nennen. Und ja, ich denke, die Batterie wird am Ende für 9,99 € zu haben sein, was an sich für die Batterie in Ordnung wäre, wenn sie nur das hat, was, sage ich mal, versprochen wird. Also. Ah, nee, hat mich nicht überzeugt. Also ich denke, am Ende 10er wird dafür verlangt, würde ich aber dafür nicht ausgeben. Also bei mir würde sie nicht mitkommen. Ja. Dann die nächste Billigbatterie. Diesmal sinken wir auf 16 mm nur noch. Und das Ganze hat 16 Schuss, 20 Sekunden Brenndauer. Und zwar die WonderCube, eine herrliche Brokat-Kronen-Batterie mit intensiven Blinksternbouquets in Pink mit Grün und Blink-Orange, mit blauen Leuchtstern und abschließend mit Popping Stars. Ja, Effekthöhe auch wieder 35 Meter für eine Billigbatterie, finde ich vielleicht ein Ticken zu hoch, aber wir lassen uns gerne überzeugen. Also sowas nenne ich doch mal eine gelungene Billigbatterie, wenn es auch eine Billigbatterie ist. Also ich schätze, bei der wäre auch wieder am Ende ein Preis von 4,99 € möglich. Würde ich auch vollkommen fair finden. Also die hat mich wirklich echt überzeugt. Also vom Anfang an, also vom Anfang hat die mich ein bisschen an eine Poison erinnert, nur dass die viel abwechslungsreicher ist. Also ich würde die verbesserte Poison nennen. Der Effekt war sehr schön, auch dass der zwischendurch sich auch immer mal wieder geändert hat und nicht durchgehend wie jetzt bei einer Poison immer gleich geblieben ist. Also sehr abwechslungsreich. Schöne Zerleger für 16 mm. Sie scheint, also sieht zumindest so aus, als wären die besser als von der Samurai. Nee, also die hat mich wirklich überzeugt und 5 Euro würde ich dafür auf jeden Fall in die Hand nehmen. Könnte vielleicht auch bei 5,99 € am Ende liegen, weil die war echt nicht schlecht. Also, nee, die war gut. Dann haben wir die Snakebite. Und auch eine 16 mm Batterie, aber ein bisschen mehr Schuss als die andere, und zwar 25 Schuss. Und das Ganze soll ein imposantes Chrysanthemen-Bouquet mit Schweifaufstieg-Batterie sein. Und das Ganze kombiniert mit roten, blauen und grünen Leuchtstern und bissigen Knister-Bouquet. Ja, schauen wir uns doch auch gerne mal an.
Auch die wieder hat mich sehr überzeugt. Also ich fand den Effekt sehr schön. Die Ausbreitung war gut, Zerleger war gut, vor allem das Ganze für 16 mm. Auch sehr abwechslungsreich. Natürlich jetzt hier keine Megabatterie mit krassem Finale oder so. Aber ich schätze auch, dass das Ganze eine Batterie unter 10 € sein wird. Ich schätze mal auf 7,99 € bis 8,99 €. Und ja, da könnte man auf jeden Fall zweimal überlegen, ob man sich das Ganze vielleicht einmal mitnimmt zum Testen. Also auch eher überzeugt, beziehungsweise eher positiv als negativ aufgefallen. Eine schöne Neuheit. Dann gehen wir wieder ein bisschen hoch vom Kaliber, auch ein bisschen wieder in Richtung etwas größere Batterien. Und zwar sind wir jetzt bei 48 Schuss, 35 Sekunden Renndauer, ist verteilt auf 48 Schuss. Ja, ganz gut. Also das heißt wahrscheinlich, dass die auch ein gutes, schnelles Finale haben wird. Und das Ganze mit 20 mm. Ich bin gespannt, ob es hier auch noch auf die 25 oder 30 mm geht. Oder hatten wir schon? Ne, oben hatten wir eine 25er. Aber ich bin gespannt, ob da noch eine weitere kommt, weil das fehlt mir noch ein bisschen. Das extrem große Kaliber für Deutschland gesehen. Aber wir lassen uns überzeugen. Genau, eine Multi-Effekt-Blinker-Batterie, also der irgendwie Standard-Effekt von den neueren Batterien. Aber ich mag den Effekt auch sehr. Und das Ganze hat mächtige Silberschweif-Bouquets mit Blink-Weiß, gefolgt von herrlichem Brokatkron und Blinksterne Grün und Gold. Abschließende Salve herrlicher Chrysanthemeffekt. Na, mal sehen, ob der wirklich so herrlich ist. Schauen wir uns an. Leute, das ist ein Brett. Das ist ein richtiges Brett. Was ist das für eine geile Neuheit von Wego? Wie geil war diese Batterie bitte? Was hat Wego da gemacht? Der Effekt, einfach nur geil mit den Blinkern. Aber auch dann zwischendurch, dieser Goldeffekt, dann dieses starke Crackling. Auch schneller, schnell geschossen, nicht so langsam. Richtig Hammerfinale. Hätte ich auch locker ein bisschen mehr als 20 mm Kaliber geschätzt. Also der Zerleger war echt gut und die Ausbreitung auch. Also wenn die einen akzeptablen Preis hat, würde ich die auf jeden Fall mitnehmen und ich schätze vom Preis her, dass sie schon ja in Richtung 15 € gehen wird. Aber das würde ich tatsächlich vermutlich für diese Batterie ausgeben. Also für mich ist das jetzt der Favorit. Da bin ich auch mal gespannt. Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was euer Favorit am Ende von den Neuheiten ist. Also bis jetzt ist es bei mir die Grim Reaper. Also das ist echt ein Gerät. Da muss man auch mal Applaus geben. Hat Vico gute Leistungen gezeigt. Mal sehen, ob sie in echt genauso gut ist. Wäre geil, wenn diese Batterie bei so einem Lidl oder Aldi reinkommt. Wäre irgendwie auch so eine klassische Neuheit für einen Lidl zumindest. So. Oh, und ich sehe schon, es gibt auch eine neue Fächerbatterie von Wego. Auch leider wieder nur 20 mm, aber wir haben gesehen, 20 mm kann auch was, wenn es einen guten Effekt, einen guten Zerleger hat. Und auch hier wieder 52 Schuss, nochmal ein bisschen mehr als davor. Aber Brenndauer ist ein bisschen höher, darum vermutlich ja, langsamer geschossen. Also nicht vermutlich, aber sie wird langsamer sein. Aber mal sehen. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Und wir haben hier intensive Multicolor-Leuchtstern-Bouquets, abwechselnd kombiniert mit Blinksternen, Silber und Rot, gefolgt von gefächert geschossenen Goldweiden. Okay, sagt mir erstmal, ich denke mal, langsame Schussfolge, aber wenn es an die Fächerung geht, dann gleichzeitig geschossen. Genau. Leuchtstern-Bouquets und abschließend Salben aus Titanium, Goldpalmen mit Silber-Chrysanthemen. Hört sich aber auch echt spannend an und sehr abwechslungsreich. Und Leute, ich bin gehypt auf das Produktvideo.
Alter Leute, Wilko, was ist denn jetzt mit euch los? Das nächste Brett, auch wieder völlig. Also ich würde wieder denken, das sind mehr als 20 mm Kaliber. Auch das schon wieder, ein richtig geiles Brett. Also die hat mir auch sowas von gefallen. Und ich kann mich gerade echt überhaupt nicht entscheiden, welche ich besser finde, die Grim Reaper oder die Kabuki. Ich glaube, ich würde sogar sagen, die hat's nochmal getoppt. Und die war doch auch ziemlich schnell geschossen zwischendurch. Also auch die Fächerung extrem geil. Da würde ich aber auch denken, dass sie ein bisschen teurer nochmal wird. Aber ich würde beide mitnehmen. Ich würde beide sowas von in den Einkaufswagen packen. Ich denke, die wird hier so beim Zwacken, also 20 Euro am Ende landen. Aber absolut akzeptabel. Also auch wieder sehr abwechslungsreich. Schöner Blinker-Effekt zwischendurch. Goldeffekte mit blauen Sternen zwischendrin. Auch am Ende schönes Crackling, vor allem das Finale, bombastisch. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze hier einfach overhype, aber ich finde die Neuheiten echt teilweise echt gut. Und Leute, wir gehen tatsächlich auf die 30 mm Kaliber zu. Und zwar jetzt wird die Shinobi wieder etwas kleiner gepackt, also beziehungsweise von den Schuss her. Aber halt Kaliber jetzt endlich bei 30 mm. Und ich hoffe, also wenn die vorher, die Kabuki hier, 20 mm hat, Alter, was sollen denn dies Jahr die 30 mm Batzen hier bei Vego anrichten? Ja, da freue ich mich vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen zu früh. Die sind dann am Ende wahrscheinlich wieder die richtige Enttäuschung. Aber ich will nicht zu früh sagen. Ich lasse mich davon überraschen. Wie gesagt, 20 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer. Also diesmal eher eine Batterie, die langsamer schießt, aber dafür gutes Kaliber hat. Und das Ganze ja ab 20 Schuss, XXL Brokat, Kron, Silberfischbatterie. Oh, also anscheinend mit Fischeffekten. Feiere ich auch sehr. Hat man auch nicht so häufig in Batterien. Ist mal was anderes. Hört sich schon mal. Also erster Pluspunkt. Prächtiger Schweifaufstieg mit imposantem Brokat, Kron in Gold. Immer abwechselnd mit intensiven blauen Leuchtstern oder einem Schwarm. Linker Silberfische kombiniert und finalisierend als Vierersalve geschossen. Also, von der Beschreibung her hört sich das auch schon wieder an, als würde das ein richtiges Brett sein. Wir schauen uns direkt das Produktvideo an. Ja, also mehr eine Goldbatterie, würde ich sagen. Jetzt auch nicht so abwechslungsreich, wie ich es am Anfang gedacht hätte. Also ziemlich viel Gold nur. Also blau habe ich da jetzt irgendwie nicht mit drin gesehen. Und der Fischeffekt war jetzt auch nicht so deutlich zu sehen, zumindest auf dem Video. Ich weiß ja nicht, wie es in echt rüberkommt. In echt kommt alles nochmal anders rüber. Natürlich. Aber ja, hätte ich mir tatsächlich jetzt sogar ein bisschen besser erwartet. Also sie ist auf jeden Fall gut. Aber ich denke, sie wird zu teuer. Ich denke mal, die werden da schon so 20 Euro, 17, 18, 19, 20 Euro für wollen. Und das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer, weil Schussfolge, ja, nicht besonders, außer das Finale, eintönig. Also eigentlich die ganze Zeit der gleiche Effekt, also habe ich jetzt so gesehen. Außer das Finale, das war extrem geil. Naja, muss sich jeder selber seine Meinung bilden, aber ich habe da auf jeden Fall Batterien, die vor dieser Batterie stehen würden und vor dieser Batterie in meinem Einkaufswagen landen würden. Und das war's auch schon mit den Batterien. Wir können mal festhalten, also schreibt mal gerne jetzt in die Kommentare, was war euer Favorit von diesen Batterien hier. Verbünde kommen gleich noch, die werden wir nochmal einzeln angucken. Also ne, natürlich auch in diesem Video, aber die zählen jetzt nicht hierzu. Ihr sollt einfach nochmal zwischen diesen Batterien euren Favorit einschreiben. Also, wie gesagt, doch, die Grime Reaper und die Kabuki, meine beiden Favoriten. Also, ich mache jetzt einfach mal in der Reihenfolge meine Top 3. Also, Top 1 Kabuki, Top 2 Grim Reaper und Top 3 war die
Turmalin. Ja, und dann würde bei mir tatsächlich erst die Shinobi kommen. Ja. So, dann haben wir auch noch zwei neue Fontänen. Einmal hier die Calavera. 3 Meter Effekthöhe, 70 Sekunden, können wir uns gerne mal angucken. Könnt ihr auch skippen, je nachdem, wie ihr wollt. Am Ende bekommt ihr natürlich trotzdem meine Meinung dazu. Also, wie gesagt, wenn ihr es nicht sehen wollt, die Minute hier einfach skippen, auf meine Meinung dann gucken. Ja, was soll man dazu sagen? Also schöne Fontäne, aber gibt es deutlich bessere. Also das ist halt das Problem. Fontänen sind, finde ich, aktuell sehr schwer zu toppen, weil es einfach die Yin, die Yang, die Laser gibt. Vielleicht auch sogar noch die Pegasus, die ich sehr gut finde von Aldi. Und die sind echt schwer zu toppen. Also die müsste man dann echt schon irgendwie bei einem Kaufland, Rewe, Penny vielleicht anbieten, um dass sie gut gekauft wird, weil ich denke mal bei Lidl werden alle, die Ahnung haben, die Laser Yin Yang bevorzugen und bei Aldi die Pegasus. Ja, also toppen, naja, also rankommen tut sie dann nicht, aber trotzdem eine schöne Fontäne. Genau, und dann gucken wir uns jetzt noch die Color Engine an. Die ist ein bisschen kürzer, Effekthöhe ist aber bei der etwas höher. Ja, also die wiederum fand ich schon deutlich interessanter. Vor allem den Effekt, die kommt wirklich auch schon an die Laser ran. Beziehungsweise könnte ein gutes Battle mit der Laser haben. Denn die Fontäne hat auch den berühmten schönen Smarty-Effekt drin. Nicht so intensiv wie die Laser, dafür aber länger. Aber auch nicht, wie gesagt, so intensiv und nicht so vielfältig mit Blauen und Smarties und so weiter. Aber dafür fand ich das Crackling, was sich so ausgebreitet hat die ganze Zeit oder am Ende, sehr interessant und macht die darum einzigartig. Das muss eine Fontäne mal sein. Also jede Fontäne muss etwas haben, einen Effekt, der die Fontäne einzigartig macht und von anderen unterscheidet. Nur dann nimmt man die auch mit. Darum nimmt man ja auch zum Beispiel die Yin mit, die Laser und die Pegasus, weil alle einen eigenen Effekt haben, die die anderen nicht haben. Und so ist es auch bei der. Bei der Calavera wiederum ist der klassische Effekt und hat nichts Besonderes. Aber die Color Engine, die würde ich tatsächlich mitnehmen. So, jetzt bevor wir an die Verbünde kommen, haben wir noch ein bisschen F1-Neuheiten. Habe ich bis jetzt tatsächlich noch nichts in den Läden von gesehen. Weder die Blitzlichter, we weder die Elfenfeuer, weder die Flitze-Feuerstein XXL. Weder das, weder das, weder das, weder das, weder das. Weder das. Also wirklich gar nichts davon habe ich bis jetzt gesehen. Den Bengal-Mix, also ich bin der Meinung, den gab es letztes Jahr auch schon, aber vielleicht irgendwie abgeändert jetzt oder irgendwas. Funkenzauber kommen irgendwie auch ein bisschen bekannt vor. Und ja, schauen wir uns auch gerne auch nochmal kurz an. Wenn ihr wollt, gern auch diesen Bereich einfach skippen und zu den Verbünden oder Reactions springen.
Ja, gut. Gucken wir uns mal hier die Blitzlichter an. Da sind 12 Stück drin. Scheinen kleine Fontänen zu sein. Also Leute, für F1 echt nice. Geile Neuheit vor allem. Das kennt man nicht so von F1. Da ist ein Drei-Stufen-Effekt drin. Also am Ende die Blitz-Bengalflamme. Dann ging's. Was kam dann nochmal? Ich habe schon wieder den Effekt völlig vergessen. Auf jeden Fall kam dann dazwischen auch noch irgendwas. Und danach am Ende kam auch nochmal Crackling. Also drei verschiedene Effekte. Und das macht es echt nice. Und es war Schönes für F1 zum für die Vorfreude vor Silvester. Und jetzt schauen wir uns noch die Elfenfeuer an. Da sind statt 12 6 Stück drin, aber die sehen auch dicker dafür aus und etwas größer. Ja, wow, also Veko, ihr überzeugt mich dieses Jahr von den Batterien her. Zumindest teilweise, sage ich mal. Manche waren auch wieder Quatsch, aber ist ja immer so. Kann nicht alles geil sein. Das muss auch irgendwas sein, wo ich sage, naja. Aber auch F1 technisch echt gut. Also ich fand die Fontänen auch sehr, sehr schön vom Ansehen her. Auch das drei Stück so, drei Stück so waren also zwei verschiedene Effekte. Nee, also. Würde ich mir auf jeden Fall auch mitnehmen, wenn ich es irgendwo finden würde. Und jetzt bin ich gespannt, und zwar Flitze Feuerstein in XXL-Variante, aber auch mit diesmal verschiedenen Effekten in der Packung und nicht wie bei den kleinen, dass alle gleich sind. Denn wir haben hier sechs insgesamt drin, davon zwei Silber, zwei Grün, zwei Gelb. Schauen wir uns doch mal an. Habe ich aber leider auch noch nicht irgendwo gesehen. Ja, also man hat die verschiedenen Effekte leicht unten an der Flamme erkennen können, aber an sich auch schöne Vulkane. Brenndauer sehr kurz, aber dafür war die Steighöhe echt gut, muss ich sagen. Kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen, sind natürlich auf jeden Fall besser als die Kleinflitze Feuerstein. So, das Set würde ich sagen, gucken wir uns jetzt nicht an. Ich glaube, das würde alles zu lange dauern. Das ist einfach halt ein neues Set. Aber ja, mit einem schönen Design, muss man auf jeden Fall sagen. Da unten schätze ich mal, die Vulkane sind Flitzefeuerstein, vielleicht diese neuen, die XXL-Dinger. Dann Crackling-Fontänen, White Pine Flower. Also es scheint ein Fontänen-Set zu sein, auf jeden Fall. Naja, gehen wir mal zu den Funkenzauber. Achso, da gibt es gar kein Video zu. Alles klar. Also wir haben einmal Funkenzauber, klassische Bengalfackeln. In Rot, Grün, Gelb, Blau, Violett. 5 Stück drin, 35 Sekunden Brenndauer. Denke ich mal auch schön. Genauso wie die Bengal-Mix-Dinger hier. Die denke ich mal aber bestimmt wie die ganzen anderen Bengal-Mix, die es die letzten Jahre mal so gab, völlig überteuert sein werden. Auch 35 Sekunden Brenndauer, auch fünffach sortiert. Das Ganze einmal Rot, Grün, Gelb, Lila und Blau. Und dann haben wir noch Unicorn Tail, auch Bengal Sticks mit farbiger Flamme. 90 Sekunden Brenndauer, das ist echt stark. Ach, da gibt es auch ein Video. Da gibt es ein Video. Alles klar. Na gut, klassische Bengalfackeln, wie man es kennt, ähnlich wie Gold und Silber. Regensprüher, nur halt diesmal mit Farben. Aber auch schön für die Kleinen.
oder für die Vorfreude. Die nächsten Bengal-Sticks mit farbiger Flamme. In Rot, Grün, Weiß und Multicolor. Schauen wir auch mal kurz drin. So, haben wir gesehen, alles klar. Und die Silberblütensprüher. Weitere Fackeln für die Hand. Auch 10er-Pack. Aber ich glaube, alle mit gleichem Effekt, oder? Ja, also er zeigt nur eine, darum denke ich mal, haben alle den gleichen Effekt. Ja, also die, da würde ich jetzt sagen, das ist Quatsch. Also, wenn es da sowas wie hier, die Runicorn Tail, Bengal Milk, Funkenzauber, Firebrushes, finde ich interessanter. Und wenn es das auch gibt, würde ich also die Silberblütensprüher mir auf jeden Fall nicht mitnehmen, da die sehr eintönig und langweilig in meinen Augen sind. Genau, das zu F1 und jetzt, worauf ihr alle vermutlich gewartet habt, aber wo ich mal wieder denke, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt so überzeugend sein wird wie immer, weil, ja, kennt man von Weko nicht anders. Verbünde sind nicht höchste Priorität bei Weko, sondern eher die Batterien. Aber ist auch völlig in Ordnung. Verbünde kann man gute woanders kriegen, Funke und so weiter. Das ist bei Weko, glaube ich, nur so eine Nebensache, denke ich mal, um da auch ein bisschen was anzubieten. Wir sehen ja auch schon, ja, alles hier wieder nur 40 Schusser Batterien bei der Faraway, auch alles nur 20 mm Kaliber. Ja, schauen wir uns natürlich trotzdem gerne mal an, aber ich denke, wir sollten uns nicht zu viel erwarten. Digga, Weko. Alter, was ist mit euch los dieses Jahr? Also, ihr haut ja dieses Jahr mal richtig einen raus. Ihr hattet ja mal richtig Bock, dieses Jahr zu arbeiten. Alter. Also, das für ein Weko-Verbund hätte ich ja niemals erwartet. Also, ich habe ehrlich, wirklich noch nie einen guten Weko-Verbund gesehen. Jeden Verbund, den ich von Weko bisher gesehen habe oder selber hatte, den fand ich absolut enttäuschend. Und ich glaube, das ist der erste Weko-Verbund, wo ich sagen würde, der hat sich gelohnt, außer der kostet jetzt keine Ahnung wie viel. Aber nee, also nee, das war ein geiles Teil. Auch hier wieder 20 mm Kaliber, das ist es dies Jahr bei Weko. Weko haut dies Jahr die geilen Dinger bei dem Kaliber von 20 mm raus. Auch der Effekt, das war geil, guter Zerleger, abwechslungsreich. Geiles Finale, zwischendurch auch richtig geile Schussfolge. Wurde auf jeden Fall überhaupt nicht langweilig, sondern war eher wirklich schön anzusehen. War schade, wo es vorbei war. Ja, bei anderen Verbünden, da denkst du dir einfach, oh, wann ist das Scheißteil vorbei? Ich habe keinen Bock mehr, das ist einfach todlangweilig oder scheiße, wie auch immer. Aber nee, bei dem war es überhaupt nicht so. Ich bin gespannt, ob die Artikel am Ende wirklich alle hier wie bei den Testvideos sein werden. Aber wenn die so sind, dann bin ich dies Jahr absolut überzeugt von Weko und da kriegt auf jeden Fall Weko auch einen fetten Daumen hoch von mir dies Jahr. Natürlich, es ist nur ein Weko-Verbund. Also es ist jetzt kein Verbund, der natürlich an Funke oder so rankommt. Das ist auch nicht der Verbund. Aber von Weko-technisch gesehen, das ist ein Hammerteil. Und ich bin gespannt auf das Golden Times-Gerät hier daneben mit 100 Schuss. Bisschen weniger, bisschen kürzer.
auf 20 mm. Mal sehen, ob das genauso geil ist. Also bis auf das Finale, was ich sehr nice fand, ist das jetzt eher ein Verbund, wo ich wieder so sage, Vego halt. War nicht schlecht, war aber auch nicht besonders gut, war durchschnittlich. Würde ich mir nicht mitnehmen, aber war, würde ich jetzt nicht sagen, uah, Finger weg von. Das ist eine Sache, das ist jedem völlig selbst überlassen. Also wie gesagt, nicht scheiße, aber auch nicht gut. Außer das Finale, das fand ich sehr, sehr nice. Aber ansonsten war es, ja, naja. Na gut. Also Leute, einige Neuheiten dies Jahr mit dabei. Auch einiges, was mich sehr überzeugt hat, was ich auf jeden Fall mir selber auch kaufen würde, wenn es am Ende bei einem der Läden zur Verfügung steht, wo ich immer einkaufen gehe. Also Penny, Lidl, Aldi. Sind immer meine drei Läden, wo ich immer hingehe. Wird dies Jahr auch wieder so sein. Vielleicht auch noch irgendwie zusätzlich noch irgendein anderer Laden. Mal gucken. Wie gesagt, schreibt mal gern euren Favorit von diesen Neuheiten in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne mal eure Enttäuschung in die Kommentare schreiben. Da habe ich jetzt nichts Konkretes, also ich fand, nichts davon war eine reine Enttäuschung. Außer diese eine, ich weiß aber nicht mehr, welche es war. Irgendeine von denen war schwach. War es der Wonder Cube? Ich weiß es nicht. Irgendeine davon. Da habe ich auch gesagt, ja, der Zerleger. Ich glaube, das. Nee, das war die Roboto. Das wäre für mich die Enttäuschung, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob es die Wonder Cube oder die Roboto war. Naja, also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wurde am Ende jetzt ein echt langes Video. Aber ich fand es echt mal wieder nice, hier mit euch zusammenzusitzen, ein Video für euch zu drehen. Vor allem, ich bin jetzt wirklich, ich bin auf einmal so gehypt auf Silvester schon wieder. Ich habe so Bock auf Silvester. Ja, also Leute. Daumen hoch gerne, abonnieren nicht vergessen, dann kommen jetzt auch wieder mehr Videos und denkt dran, es kommen nicht nur Silvester-Videos, es kommen auch jetzt wieder FC25-Videos. Karrieremodus wird jetzt demnächst wieder kommen, vermutlich wieder mit Bayer Leverkusen, weil die Karriere kam bei euch einfach echt nice an. Ja, ansonsten OMSI 2 und Train Simulator. Das soll es gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Video.